Wie viele User haben wir wirklich KYC auf Vivi? Das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall heute behandeln werden. Unter anderem gehen wir auf eine Aktion von Marvel ein, die wirklich massiv ist und auf jeden Fall für Vivi einen sehr guten Input hat. Und wir schauen uns auf jeden Fall die Drop-Details an für den kommenden James Bond 007 Drop, denn dort gibt es etwas ganz Besonderes. Das und mehr jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Moin Moin und willkommen an Bord. Ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit diesen wirklich sehr spannenden Themen. Das heißt, wenn du auf jeden Fall das Ganze nicht verpassen möchtest, bleib erstens auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn auch am Ende gibt es auf jeden Fall noch einige sehr, sehr spannende Infos. Und ansonsten würde ich sagen, wenn dir mein Kanal gefällt, dann lass doch auf jeden Fall ein Abonnement da, denn so unterstützt du mich und hilfst auf jeden Fall diesem Kanal und diesem Projekt zu wachsen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch direkt rein mit dem ersten Thema. Und als allererstes gibt es erstmal noch eine kurze Erinnerung, denn ich bin ja heute Abend live mit dem guten Chris Vivi Reisen, auch einem deutschen YouTuber für Vivi, der sich auf Comics spezialisiert hat. Und wir werden uns dementsprechend über das Thema Comics unterhalten. Außerdem haben wir noch einen weiteren Gast aus der Community mit dabei, der unter anderem auch schon langjähriger Comicsammler ist. Das heißt, wir sind auf jeden Fall heute mit dem Thema Comics am Start. Unter anderem wird es auch noch das letzte T-Shirt-Giveaway geben, um etwa 20.30 Uhr. Das heißt, wenn du auf jeden Fall das Ganze nicht verpassen möchtest, schalt auf jeden Fall um 20 Uhr ein und dann verpasst du auf jeden Fall das Giveaway nicht und einen super interessanten Talk mit unseren Comic-Experten. Und als erstes gibt es nochmal eine weitere Erinnerung für euch da draußen, nämlich ist ja heute der erste Tag der New York Comic Con. Dementsprechend bekommen wir auch den ersten Drop und das ist an dieser Stelle das Welcome to New York Poster. So sieht das Ganze aus. Für mich persönlich ein Skip aufgrund des Preises, welcher hier 60 Gems beträgt. Und ja, die Editionzahl liegt bei 2900, ist eine Ultra-Rare und wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit gedroppt. Das heißt, wenn du auf jeden Fall daran Interesse hast, stell den Timer. Ansonsten ist das auf jeden Fall ein Skip. Und ansonsten haben wir tatsächlich auch noch einen weiteren Drop, und zwar nämlich heute um 21 Uhr deutscher Zeit. Und zwar sehen wir nämlich von James Bond 007 eine Limited Edition Poster Series 1. Und das mit Originalpostern von den früheren Filmen. Und das muss ich tatsächlich sagen, ist ziemlich interessant. Wir haben hier das Ganze mit einer Blindbox. Außerdem wird es einen speziellen Airdrop geben, auf den wir auf jeden Fall gleich nochmal eingehen werden. Snapshot dafür ist der 20. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, wenn ihr bis dorthin das Set voll habt, dann bekommt ihr diesen Airdrop. Den zeige ich euch aber gleich nochmal. Insgesamt werden wir hier einige Poster sehen. Das ist Numero Uno als Ultra Rare. Listenpreis wird insgesamt pro Blindbox 40 Gems betragen. Editionzahl hier für dieses Poster 1962. Ich mache das gerade nochmal groß. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir auf jeden Fall als zweite Variante das, was wir auch schon gesehen haben hier einmal. Das Ganze wird 1963 Editions haben, auch natürlich eine Ultra Rare sein. In dem Fall sind auch alle eine Ultra Rare an dieser Stelle. Dann haben wir hier als drittes Poster diese Variante einmal. Diese wird an dieser Stelle 1964 Editions haben. Anschließend haben wir hier ein weiteres Bild, Nummer 4, was ich persönlich am besten finde, tatsächlich sogar mit einer Editionzahl von 1965 Stück. Anschließend haben wir noch ein weiteres Poster, 1967 Stück, so sieht das Ganze aus. Dann, ihr merkt schon, es sind ziemlich viele Poster an dieser Stelle. Es sind, glaube ich, insgesamt 7 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Das ist auf jeden Fall dann hier eins mit 1969 Editions. Dann haben wir hier 1971 Editions und das wird es dann als Airdrop geben, wenn ihr alle 7 Poster habt. Das Bild einmal hier Agent 007 I Ilden und genau, das ist auf jeden Fall der Airdrop für alle Leute, die dann sozusagen alle 7 Bilder besitzen. Ich gehe davon aus, dass sie sehr, sehr rar sein werden, weil es einfach sehr wenig Leute geben wird, die das Set wirklich vollständig machen werden. Ich gehe maximal von den etwa 500 Bildern aus, die hier überhaupt geairdroppt werden. Dementsprechend wird das Bild auf jeden Fall ziemlich wertvoll werden, wenn man es besitzt. Wenn dir außerdem bis jetzt das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen, denn so können dieses ganze Video noch sehr viel mehr Leute sehen. Jetzt würde ich aber sagen, geht's weiter mit dem Video. Und ansonsten kommen wir zu einer Aktion, die Marvel gemacht hat und wirklich krass ist, denn sie machen hier über den Marvel Insider ein Giveaway. Und das ist
nur eins von noch vielen, die kommen anscheinend. Das ist jetzt Week 1 und wir werden wahrscheinlich insgesamt noch 3 weitere Giveaways sehen. Und das Besondere daran ist, dass hier ein Vivi Collectible vermarktet wird bzw. rausgegeben wird. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr interessant finde, denn das gibt natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit für Vivi. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie viele Leute hier insgesamt schon gefällt mir gemacht haben, einen Retweet dagelassen haben, natürlich ist hier die Vivi Community sehr präsent, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall schon eine Menge Aufmerksamkeit und insgesamt hat hier Marvel auf diesem Account 16,1 Millionen Follower. Das ist erstmal eine ganz schöne Hausnummer, was an dieser Stelle wirklich sehr, sehr schade ist, dass das Ganze wirklich nur für US-User verfügbar ist. Das heißt, für uns Europäer, wir können leider an dieser Stelle nicht mitmachen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns auf jeden Fall trotzdem freuen, denn das ist auf jeden Fall hier ein Tweet von Marvel, der einfach mal über Vivi abgesetzt wurde. Ob das jetzt schon in die Richtung Marketing gehen könnte, da kann man sich vielleicht streiten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr strategischer Move an dieser Stelle von Marvel. Und das Ganze ist natürlich nicht nur auf Twitter gepostet worden, sondern auch auf Instagram und das ist nochmal sehr viel krasser, denn auf Instagram haben sie einfach mal 66 Millionen Follower und das ist schon eine Hausnummer, die man wirklich nicht unterschätzen sollte, denn selbst wenn hier nur 1% von diesen 66,7 Millionen Followern sich überhaupt mal Vivi anschauen, ist das schon eine ganz schöne Menge und das wären so in etwa 660.000 Leute, die hier auf Vivi aufmerksam werden würden. Also es ist auf jeden Fall eine Menge, die auf jeden Fall aufmerksam werden sollten auf Vivi. Und ich gehe davon aus, dass es auch einen strategischen bzw. marketingtechnischen Move hier auf jeden Fall irgendwie in der Weise beinhaltet. Ob das jetzt wirklich der Beginn des Marketings ist, wissen wir natürlich nicht. Ich denke, dafür müssen wir noch weitere Confirmations bekommen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil wir hier sehen, dass Marvel tatsächlich auch Vivi auf den Social Media Kanälen in irgendeiner Weise mit einbezieht. Und wenn das jetzt nicht das letzte Giveaway bleiben sollte, sondern wir insgesamt noch 3 Giveaways sehen, dann sehe ich hier wirklich die Chancen für Vivi sehr, sehr gut, dass wir einige tausend User dazu bekommen sollten. Auch wenn wir im Bärenmarkt sind. Einfach aber, weil Marvel so eine riesige Reichweite hat, werden sie einfach viele Leute auf Vivi aufmerksam machen. Und wie gesagt, seien es nur 1% oder 0,5%, dann reden wir immer hier noch von 330.000 Usern, die auf die App kommen. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Natürlich ist das Ganze nur hypothetisch, aber nichtsdestotrotz sprechen wir wirklich von einer enormen Anzahl von Usern, die hier theoretisch aufmerksam werden könnte auf Vivi. Ich habe tatsächlich die Kelly schon angefragt, ob sie da irgendwas für uns herausfinden kann. Dazu wird es dann aber Infos im nächsten Video geben, wenn Kelly da eventuell etwas rausfinden konnte, wie viele neue User wir vielleicht sogar dazu bekommen haben. Ein Effekt im Markt habe ich bis jetzt nicht gemerkt, aber das muss an dieser Stelle noch nichts heißen. Und auch bei Disney geht es mit Augmented Reality auf jeden Fall voran und das ist auch ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass wir definitiv unsere Vivi-NFTs auch in den kommenden Jahren in Disneyland mit Augmented Reality einsetzen können. Denn Disney hat jetzt hier Photo-Pass-Lenses auf jeden Fall zur Verfügung gestellt für Disneyland. Und das ist schon etwas sehr, sehr Cooles. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann ist das Ganze hier nichts anderes als Augmented Reality. Und ja, wenn man sich vorstellt, man kann das vielleicht mit seinen Vivi Collectibles machen, sei es hier zum Beispiel gleich ein Clip, wo Grogu über diese Schulter schaut. Hier sieht man das sehr, sehr gut. Warum sollte man das nicht mit seinen Vivi NFTs machen? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sonnenklar, dass wir das natürlich sehen werden, denn warum sollte Disney sonst eine Photopass-Lens-App hier rausbringen mit Augmented Reality, wenn sie auch ihre Vivi Collectibles darüber vielleicht sichtbar machen können für Besucher? Also hier gibt es auf jeden Fall enorme Möglichkeiten, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt auch hier für Disneyland in Zukunft, dass man einfach seine Collectibles mit Augmented Reality auch direkt in den Parks besser mit einbinden kann. Wie gesagt, ist an dieser Stelle noch Zukunftsmusik, dass wir wirklich dann auch unsere Collectibles dort sehen werden. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Anschließend haben wir dann noch Daten von Vivi Fox und diese hatte ich persönlich tatsächlich sogar angefragt bei ihr. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt einfach gemacht hat wegen mir oder wegen jemand anderem, aber was mich auf jeden Fall mal interessiert hat, wie viele Leute haben wir denn eigentlich nach KYC wirklich, die auch aktiv waren zum Beispiel. Und da sind es tatsächlich in etwa 50.000 Wallets, die nach KYC auf jeden Fall im Markt mindestens einmal aktiv waren.
Und das ist tatsächlich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich nicht mit 50.000 gerechnet, ich habe tatsächlich echt mit weniger gerechnet. Aber 50.000 heißt ja, dass wir theoretisch gesehen in etwa 50.000 aktive Wallets haben, die auf jeden Fall in der App aktiv sind, in irgendeiner Weise, selbst wenn es nur eine Transaktion war. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Entwicklung zu sehen, und ich werde euch natürlich, was diese Zahlen hier angeht, auf dem Laufenden halten. Aber wenn man sich das Ganze einfach mal anschaut, wie viele Transaktionen dann insgesamt an einem Tag waren von entsprechenden Wallets, dann haben wir hier zum Beispiel ja an einem Tag insgesamt 5.071, in den letzten 7 Tagen 15.000. Ja, also es ist tatsächlich gar nicht mal so wenig, wie man vielleicht denkt, und es ist doch vielleicht mehr los auf den Märkten, wie man das überhaupt einschätzen kann. Aber jetzt auch mit den Metadaten wird es super interessant werden, wie man das Ganze tracken kann und was man auch alles herausfinden wird. Also ich bin super auf jeden Fall gespannt, was die gute Kelly dort auf jeden Fall für uns zaubert. Aber ich werde dich natürlich hier auf dem Laufenden halten mit weiteren News. Deswegen, wenn du auf jeden Fall diese News nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du diese News und Daten definitiv nicht hier auf meinem Kanal. Und an diesem Punkt war es das tatsächlich schon wieder. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.